Einen Hubert Aiwanger habe ich einmal als Fackelschubser bezeichnet. Der Hubert hat gelacht und hat gemeint, Fackelschubser hat noch keiner zu mir gesagt. Halt einmal, jetzt sieh ihn gar nicht. Aber das können wir ändern. Wir bräuchten bitte das Hubert Aiwanger Double. Na, Herr Siebler, Sie haben beim Donautalk heuer schon mal gesagt, wir haben es gesagt, in globalisierter Welt ist es wichtig zu wissen, wo man herkommt. Stell dir mal vor, du bist so viel unterwegs wie der Herr Siebler und du weißt jetzt nicht einmal, wo du herkommst. Hast zwei Kinder, eine Frau und findest nicht mehr heim. Ja, wer auch heuer gekommen ist, weil er ganz sicher weiß, wo er herkommt, freut mich auch ganz sakrisch, es ist dies der MDB Bartholomäus Kalb. Ja, man sieht ja die Beliebtheit eines Politikers immer an der Heftigkeit des Applauses, den derjenige in einem Zeit kriegt, wenn man alleine seinen Namen nennt. Wir probieren es jetzt nochmal. Der ist ganz heiß. Herr Adam, Herr Adam. Wo andere nie hin möchten, war er riesengroß mit seinem Bälle auf der Titelseite. Bild am Sonntag drauf, man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, aber seitdem muss ich aber sagen, ist es still um ihn geworden. Kein Fazitbook mehr. Keine Schlagzeilen, kein Disco-Dings mehr, kein Dings mehr im Büro. Sie sind jetzt auch sogar der Stellvertreter vom Landrat Bernreiter. Mancher fragt sich, wie geht denn das? Das wäre ja genauso, wenn die alle Schwarze die Vertretung vom Bischof Vorderholzer wären. Ja, das ist ja bloß beim Wasserzweckverband, ich weiß schon. Da wird sich der Herr Bernreiter halt gedacht haben, das kann ich den Adam schon machen lassen, beim Wassertritscheln kann er nichts anstellen. Wer ist noch alle da? Völlig überraschend, der Herr Städtetagspräsident. Sogar mit seiner Gattin. Schön, Frau Moser, schön, dass Sie da sind und dass Sie Ihren Gatten doch noch zum Kommen überredet haben. Freut mich wirklich ganz sacklich, dass Sie da sind. Also Sie zwei. Ja, und auch der Präsident des Bayerischen Landkreistages, der Herr Landrat und Deichgraf von und zu Bernreiter, ist heute auch da. Und das ist eine ganz besondere Ehre für mich, weil man weiß ja, selbst wenn der Bundespräsident nach Deckendorf kommt, kann es schon vorkommen, dass Sie, Herr Bernreiter, lieber in München beim Finanzminister Söder drum hocken. Ja, Sie werden sich heute halt gedacht haben, der Bundespräsident kommt jedes Jahr. Wer weiß, wie lange der Söder noch Minister ist.